Marie, du hast es ja schon angesprochen, der Führerschein und die Regeln, tja, schwierig. Europaweit ist es immer noch nicht vereinheitlicht worden. Und das soll jetzt geschehen. Brüssel plant das zumindest für die Europäische Union. Und das sorgt nicht nur in Deutschland für heftigen Wirbel und Diskussion. Naja, vor allem, wenn man sich das mal anguckt. Ich meine, 90 soll man nur noch fahren dürfen, auch auf der Autobahn. Ja, für manche wäre das auch ganz gut. Wenn ein Pkw mit 90 über die Schnellstraße schleicht, lautet das Vorurteil meist: typisch alter Mann mit Hut. Doch künftig könnte es auch ein junger Fahranfänger sein, der nicht schneller fahren darf. Zumindest wenn es nach Gesetzentwürfen geht, die dem EU-Verkehrsausschuss vorliegen. Um Jugendliche vom Rasen abzuhalten, droht Führerscheinneulingen selbst auf Autobahnen ein Tempolimit von 90 Stundenkilometern. Und auch die Möglichkeit nächtlicher Fahrverbote für Jugendliche aus Sicherheitsgründen ist angedacht. Ich denke schon, dass es gut ist, weil viele Unfallstatistiken ja sich so rauskristallisieren, dass wirklich Jugendliche im Alter von 18 bis 21 vermehrt an Unfällen teilhaben. Aber ich glaube, dass die Umsetzung schwierig sein würde. Zum Beispiel, wenn der Führerschein Klasse B künftig nur noch für Fahrzeuge bis 1800 Kilo Leergewicht gilt und auf maximal Tempo 110 beschränkt werden soll. Wer größere und schnellere Autos fahren will, kann frühestens mit 21 Jahren den Führerschein B+ machen. Hieße, die meisten SUVs und auch Elektroautos wären für Anfänger, die als Risikogruppe Nummer 1 auf deutschen Straßen gelten, tabu. Und auch für andere Risikogruppen könnte es eng werden. Der EU-Entwurf sieht nämlich vor, dass bei Senioren ab dem 60. Lebensjahr der Führerschein nur noch 7 Jahre gültig ist, ab 70 nur noch 5 und ab 80 nur noch 2 Jahre. Danach muss der Führerschein auf eigene Kosten jedes Mal erneuert werden. Falscher Ansatz, meinen Verkehrsforscher. Unser Problem liegt darin, herauszufinden, wer kann es und wer nicht. Und da sind das hier die völlig falschen Vorschläge, weil es im Zweifel auch gar nicht um medizinische Defizite geht, sondern um sogenannte kognitive Defizite, also komplexe Situationen korrekt und schnell zu entscheiden. Doch was auch immer am Ende in Brüssel beschlossen wird, bestehende Führerscheine würden von der neuen Regelung nicht betroffen sein.